1951 stellte Hudson das Modell Hornet der Öffentlichkeit vor. Der Hornet besticht durch seine aerodynamisch geformte, teils selbsttragende Monobildkarosserie, die Hudson als Step-Down-Body bezeichnete. Anstatt die Stahlkarosserie auf einen Leiterrahmen aufzulegen, wurde die Karosserie zum Teil in den Rahmen eingearbeitet. Der Passagier musste daher beim Einsteigen in die tiefer gelegene Stahlwanne zwischen den Rahmenspanten einsteigen. Die Karosserie wurde fest mit dem Rahmen verbunden. Auch die geschlossenen Radläufe über den Hinterrädern sind der besonderen Karosserie geschuldet. Der Hudson liegt durch die Step-Down-Karosserie sehr tief und umschließt damit die Hinterräder. Dies begünstigt natürlich die Aerodynamik des Hornets. Die für die 50er Jahre hochmodernen Heckflügel sind nur angedeutet. Das Heck fließt in einer weichen Kurve aus. Unter der langgezogenen Motorhaube arbeitet der extrem laufruhige 5 Liter rein 6-Zylinder Motor. Der Hudson 5 Liter Motor galt damals als rein 6-Zylinder Motor mit dem größten Hubraum pro Zylinder weltweit. Ab 1953 war zusätzlich die aus dem Rennsport inspirierte Twin H-Power Doppelvergaseranlage erhältlich. Damit erreichte Hudson Hornet eine Gesamtleistung von 170 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 180 km pro Stunde. Wer nun einen Amerikaner mit schwammigem Fahrverhalten erwartet, liegt falsch. Der Hudson Hornet ist durch seinen tiefen Schwerpunkt und trotz seines Radstandes von 3150 mm sehr spurstabil und fährt extrem ruhig. Der Hornet gleitet regelrecht dahin. Styling und Design des Hudson Hornets sind der Zeit entsprechend mit viel Chromelementen ausgestattet. Seitlich am Fahrzeug findet man das Emblem mit dem HM Zeppelin und den Hornet-Schriftzug. An der Spitze der Motorhaube sitzt das beleuchtete Hudson-Emblem. Chrom, wo immer man hinschaut. Die Radioantenne lässt sich an der Mittelstrebe der geteilten Frontscheibe herunterklappen. Das Armaturenbrett weist typische Art-Deco-Elemente auf, wie den Schalthebelknauf und die großen Uhrenanzeigen. Links im Fenster befindet sich ein Prisma, mit dem man die Ampel beobachten kann, denn trotz der großen Fenster ist der Hudson Hornet nicht sehr übersichtlich. Dieses Prisma war eine Zusatzoption. Im Rennsport waren die Hornissen nicht zu schlagen. Weltbekannt wurden die NASCAR-Rennfahrer in ihren Fabulous Hudson Hornet Stockcars, die direkt durch die Hudson Motor Company unterstützt wurden. Insgesamt konnten die 9 Werksrennfahrer in 3 Jahren 108 Siege einfahren. Im Modelljahr 1953 liefen 24.800 Hudson Hornet Modelle als Cabriolet, Coupé und Limousine vom Band. Die Firma Hudson ging ab 1955 in die American Motor Company über. Sie hießen fortan Rambler, wurden aber 1957 eingestellt. Heute sind vor allem die Hudson Hornets der ersten Generation gefragte Sammlerfahrzeuge. Die 1951 bis 1954 gebauten Modelle zählt Oldtimer-Experte Jay Leno zu den Top 10 der US-Sammlerfahrzeuge. Den legendären Ruf verdienen sich die Fahrzeuge durch ihren unermüdlichen Einsatz bei den NASCAR Races. Zu den Liebhabern eines Hudson Hornets gehörte auch Schauspieler Steve McQueen.